Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Werde berühmt. Ja, ich habe in der letzten hab festgestellt, hier oben haben wir ja noch gar nicht groß ausgestattet. Das sieht alles noch sehr bescheiden aus. Deswegen machen wir das gerade mal. Wir hatten, glaube ich, nicht wirklich viel Geld, aber jetzt haben wir irgendwie. Ich weiß gar nicht. Sophie hatte, glaube ich, einen Auftritt, ne? Deswegen haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Du kriegst mal so einen Stuhl. Und dann machen wir dir natürlich auch einen kleinen Computer dahin. Tragbarer Computer, Laptop. Wobei du zockst ja eher wahrscheinlich gerne, ne? PC Nestwärme. Standardmäßig tragbarer Computer. Steinzeitprozessor. Ne, der geben wir schon einen schicken PC. Was haben wir denn noch? Teddy. Bärchen voller Liebe, Knuddelwuddel. Schlabberschmatz. Du kriegst Schlabberschmatz. Und natürlich so Actionfiguren. Brauchen wir eine Kiste? Puppenhaus vielleicht nicht gerade, aber so eine Kiste wäre doch schick. Was ist das? Reisekoffer? Frisst sie den Rest als Spielzeugtruhe? Klingt akzeptabel. Mach mal dahin. Prinzessin, piepte Roboter, das ist doch vielleicht noch was für dich. So, und dann könnten wir vielleicht das ein oder andere Poster an die Wand machen. Ist schließlich ein Jungen, Kind, ein Kerl. Wandtattoo. Gesunder Hund. Nein. Sechs Tage mit Haustieren. Ein Kalender ist aber nicht verkehrt. Tierkalender sowieso nicht. Dinos. Ja, die machen an der Tapete wenig Sinn. DJ Soul Poster, das geht klar. Theatralisches Kochposter, nein. Sport sowieso. Historius Techtelmechtel, nein. Big Block. Das ist auch okay. So. Machen wir noch einen Teppich da rein. Katzen, nee. Froschteppich auch nicht. Synthetischer Nahrungsteppich. Nein.
Ja. Geht so, ne? Da haben wir Flur. Da können wir solche Bilder eher hinhängen. Ach so, das dann nur mit unterschiedlichem Rahmen. Was haben wir hier noch? Flur ist ja schon wieder was Seriöseres, ne? Da können wir noch eine kleine Sitzecke oder sowas hinpacken. Dann noch einen kleinen Tisch dazu. So, das ist doch nett. Das sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus. Machen wir da auch noch einen Teppich drunter. Teppich in hübsch. Ah, doch, so geht's. So, dann haben wir doch schon mal wieder ein bisschen mehr. Können wir auch bald vergrößern den Bereich hier. Und machen dann hier noch ein Zimmer hin. Dann müsste ich da aber noch einen Gang dazu machen, ne? Gucken wir mal. So, weiter geht's. Leg dich doch einfach schlafen, du Nudel. Sich in Koje hauen. Ach, ich wollte noch einen Wäschekorb. Nein, keine Karaoke-Bar. Ich brauche noch den Wäschekorb. Der bleibt natürlich da. Kopieren. Hier oben brauchen wir noch einen. Aber vielleicht in einer anderen Farbe. Schwarz geht immer. Du musst aufs Klo, meine Liebe, dann hätte ich eine Idee. Geh. Oh, hey Bella. Hallo Bella. Wow, was war das? Einfach mal hin und her gespawnt, kann man machen. Wieso ist hier kein Licht an? Oh, wir haben kein Licht in der, wir haben keine Lampen in den Räumen. Hoppala. Das sollten wir beheben. Unbedingt. So riesig viel Geld haben wir gerade nicht. Nicht getroffen. Wobei da ist vielleicht besser, ne? Ja, und so passt. Und dann brauchen wir noch eine Lampe fürs Schlafzimmer. Da wäre, machen wir aber eine Deckenlampe rein. Die Art vielleicht. So. Haben wir das auch erledigt? Ich gerade schon gewundert, warum das da so dunkel drin ist. Aber klar. Sitzt auf dem Klo und surft im Internet. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man natürlich. Ist jetzt bald wieder fertig. So, sich wieder in Co hier hauen. Das machen wir morgen früh.
Waschmaschine und Trockner. Jetzt pennen wir erstmal hoffentlich. Ist gerade mal 0 Uhr. Wer ist jetzt noch wach? Bella. Bella natürlich. Sie hält hier den ganzen Dings auf. Reden wir ein Pirattag, war erfolgreich, war erfolgreich, war erfolgreich. Sehr gut. Ja, Hundi will spazieren gehen, aber nicht jetzt gerade mitten in der Nacht, mein Lieber. Können wir gleich, wenn sie hier wach wird, können wir da vielleicht drüber reden. Aber nicht jetzt. Oh, er muss noch wieder üben, ne? Er muss wieder trainieren. Fällt mir da gerade so ein. Ah, Karl ist wach. Sehr gut, du hast gleich Schule, ne? Du hast erstmal Hunger. 2 Tage bis zum Unterricht, okay? So, du kannst hier gerade mal Schüssel füllen. Dann verdorbenes Essen aussortieren, bitte. Und dann gucken wir mal, was noch im Kühlschrank ist. Kuchen. Ein Stück nehmen. Der ist vor allen Dingen ausgezeichnet von der Qualität her, das passt. Und es ist Herbst. Es ist Herbst. Nein, du musst üben, mein Lieber. Glaube ich doch, oder? Trainieren, genau. Mach mal Berglauf. Aufräumen bitte. Wie viele Tablets haben wir denn? 2. Kannst du mit dem Hund raus? Mehr Auswahl. Tierpflege. Nee, du kannst nicht. Okay. Dann muss so viel leider, ne? Das bitte mal wegwerfen. Und dann gehen wir mal Gassi mit dem Hund. Wo ist er denn? Mehr Auswahl, Tierpflege. Training. Hä? Spazieren gehen, da ist es doch. Kann das der Karl nicht? Muss ich gerade nochmal gucken. Haben wir da kein Spazieren gehen? Instagram-Tier kennenlernen. Nee, er kann nicht. Okay. So, du bist bestimmt noch nicht fertig. Nee. Alles andere als fertig, mein Lieber. Ja, wir müssen gerade warten, bis sie hier fertig gematscht hat. Und dann können wir sie rauslassen und dann gehen wir mal spazieren. Wann musst du zur Arbeit? 12 Uhr. Zuschauen.
Weißt du was, geh du mal mit ihm spazieren jetzt gerade. Joggen gehen, der Hund ist gut. Hält fit. Und was machst du? Du sprichst mit ihr, das ist gut. Daddy trainiert. Haben wir zumindest mal die 75%, sehr gut. Weil das müssen wir unbedingt machen, bevor du zur Arbeit gehst, mein Lieber. Und danach darfst du dann gerne was essen. Vorher aber nicht. Upsala. Perfekt. Immerhin sind wir Tanzgruppenleiter, das ist doch schon mal was. So, trainieren abgeschlossen, sehr gut. Kannst aufhören. Kannst sie mal kurz hier rausholen. Und dann selber was essen. Ich hoffe, wir haben noch was. Nein. Dann wirst du wohl kochen müssen. Taijin, machen wir das mal. Der Kleine, er kann noch nicht kochen, glaube ich, ne? Aber du könntest mal kurz, ausräumen und Wäsche absetzen. Ne, Entschuldigung, Wäsche trocknen, Flusenfilter reinigen und dann Wäsche trocknen. Ich dachte, die wäre trocken. Aber offenbar ist sie das nicht. Wahrscheinlich, weil es gestern kaputt gegangen ist, ne? Ich habe es dann nicht wieder eingeschaltet. So, ein bisschen Haushalt schadet nie. Jetzt können wir aber Tag verschönern. Liebevoll umarmen. Alberne Geschichte erzählen. Lustige Gesichter schneiden. Er mag seine kleine Schwester. Level 2 der Sozialfähigkeit erreicht. Sehr gut. Kennenlernen. Sozialfähigkeit ist auch nie verkehrt. Wie geht's dir denn eigentlich? Du müsstest baden. Wie weit bist du? Fertig, okay. Qualität schlecht. Wow. Wow. So, Tantiemenbericht. Sehr gut. Level 3 der Denkfähigkeit erreicht. Wo bist du, meine Liebe? Du könntest heim. Nimmst du den Hund mit, Sophie? Bitte. Aufräumen. Aufräumen ist gut. Wow. Und dann kannst du die kurze mal baden. Nicht zuschauen. Schaumbad. Oh, Post bekommen. Da müssen wir gerade nochmal gucken. Sophie hat alles aus dem Briefkasten geholt. Okay, dann darfst du gerade mal duschen. Oh, du nimmst die Sachen freiwillig daraus. Das ist ja perfekt. Er muss gleich auch noch duschen. Aber Sophie hat gerade Vorrang. Die muss nämlich eher zur Arbeit. Was war das alles? Du
duschen sollst, meine Liebe. Was machst denn du? Chaos. Was ist denn das jetzt bitte für ein Bug? Was ist das jetzt für ein Bug? Ich fasse es nicht. Moment, wir müssen gerade mal speichern. Vielleicht hilft das. Manchmal hilft das Speichern. Du könntest mal hier mit spielen. Okay, also wir haben jetzt einen richtigen Bug. Du musst aufs Klo. Du geh mal hier hin. Du geh mal hier hin, dass das Klo auch frei ist. Eventuell brauchen wir noch ein zweites Bad. Nein, 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 nein. Du bleibst da. Dein Junior sitzt auf dem Topf. Sobald er fertig ist. Ach, sie ist zum Casting. Müssen wir mal kurz hier das Outfit planen gehen. Vielleicht hilft das. Das ist leider echt ein Problem. Also manchmal ist es einfach noch total verbuggt. Und das seit vielen, vielen Jahren schon. Und es wird leider nicht besser. Das wird leider nicht besser. So, geht er jetzt vielleicht duschen? Dampfende Dusche nehmen. Lecker. Halleluja, er duscht wieder. Das ist schwere Geburt manchmal. Du könntest da noch ein bisschen üben. Paolo muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, ja. Achso, du hättest natürlich das Glas erst noch wegbringen können, klar. Das hättest du natürlich tun können. So, aber ich sag dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie lange ist denn so viel bei der Arbeit? Beim Casting? Ich guck gerade mal. 12 Uhr beginnt es und geht wie lange? Ab 12. Dann lassen wir gerade mal was schneller laufen. Weil ich hätte sie gerne jetzt noch zurück. Ich will wissen. Entschuldigung, dass ich dich störe. Wie wäre es mit einer großzügigen Spende für... Ich bin gerade am Casting, mein Lieber. So, Paolo soll trotzdem zur Arbeit gehen. So, sie ist bald zurück. Okay. Oh, er musste aufs Klo. Das ist Schicksal. So, Casting bestanden. Sehr gut, wir haben die Rolle. Paolo ist zur Arbeit. Und was stand da noch? Denk immer dran, wenn es nicht klappt, kannst du immer noch im Park für Spenden performen. Ja, das ist richtig. So, ich sag dann aber mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann wahrscheinlich ihren Auftritt erleben, ne? In diesem Sinne,
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.